Geehrte Geschwister, wir haben Oktober. Und zum Oktober gibt es mindestens drei Themen. Das Oktoberfest hat wieder angefangen. Beim Oktoberfest wird gestohlen, es wird geraubt, es gibt sexuelle Belästigungen, es gibt Körperverletzungen, es gibt Vergewaltigungen von Männern wie auch Frauen. Aber wir werden im Zusammenhang mit diesen Verbrechen und diesen moralischen Abgründen nicht hören Adjektive wie bayerisch, deutsch oder europäisch, mit Beiwörtern wie traditionell und gemäß dem Brauchtum. Das werden wir alles nicht hören. Und so soll es eigentlich auch sein, oder? Dann fragen wir uns, warum, wenn dasselbe zu Silvesterfeiern passiert, also ich kenne den 31.12., aber mein allgemein, also ich erkenne den 31.12. an, aber mein Allgemeinwissen lehrt mich auch, dass es so etwas wie Silvesterfeiern gibt. Dann auf einmal fängt man an, das Ganze kulturell oder religiös erklären zu wollen. Natürlich nicht mit einheimischen Bezeichnungen, sondern indem man auf andere Ethnien, Völker, Religionen und Kulturen hetzt. Das war ein bisschen zum Warmwerden, geehrte Geschwister. Ich möchte mir die folgenden Worte zu eigen machen. Zu eigen machen, die folgenden Worte zu eigen machen. Ich beklage eine Normalisierung des Völkermordes, die Lüge, dass es Sicherheitszonen in Gaza gibt, in Rafah. Und ich stelle fest, dass es ein Völkermord ist, ein Genozid ist, bei dem die Opfer wie auch die Täter live Bilder senden. Ich verstehe sehr gut, dass deswegen auch keine Entschuldigung akzeptiert sein wird, dass man das hat geschehen lassen oder dass man dazu geschwiegen hat, beziehungsweise dass man, noch schlimmer, das Ganze moralisch gut geheißen hat oder sogar noch unterstützt hat. Tatkräftiger. Und die Forderung nach einem Waffenstillstand ist auch nicht akzeptabel, denn die Kriegsverbrecher müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Und wir fragen uns, warum nicht oder nur kaum über Apartheid gesprochen wird. Und ich stelle fest, dass die Kirchen hier auch mitschuldig sind und nicht von Apartheid in Palästin, verantwortet von Israel, gesprochen wird. Ich werde auch weiterhin Kirchenführer dazu auffordern, den Tatsachen ins Auge zu sehen und entsprechende Berichte, Human Rights Watch, Amnesty International, wie auch israelische Menschenrechtsorganisationen wie B'Tselem und weitere, dass man diesen Berichten ins Auge sieht und diese anerkennt und dieses Unrecht dann auch als solches festhält und beseitigen möchte. Und ich selbst kann auch bezeugen, dass nicht öffentlich von christlichen Vertretern das eine gesagt wurde, aber öffentlich etwas anderes. Dass man also beispielsweise Täter beim Namen nennt, wenn es um Muslime geht, aber Täter nicht beim Namen nennt, wenn es um Israelis, Schrägstrich Juden geht. Ich beklage auch entführte Palästinenser nach einer Zählung 9000, die ohne eingesetzt worden ist und dass der Völkermord nicht nur am 7. oder am 8. Oktober stattgefunden hat, sondern vor vielen, vielen Jahrzehnten, als es hieß, dass Palästina ein Land ohne Volk ist. Und ich beklage, dass viele Menschen sich nicht positionieren wollen
und sich dahinter verstecken, dass es kompliziert sei und dass man nichts Kontroverses sagen möchte. Es ist jetzt schon kontrovers, wenn man für Menschenrechte eintritt. Subhanallah, was soll daran kontrovers sein? Ja? Und ich frage auch, bekommen denn jemals Palästinenser das Recht, sich selbst zu verteidigen? Schließlich ist ihnen ja Land genommen worden. Ja, über 800.000 Juden, Israelis, besiedeln illegal. Und das anerkannt nach internationalem Recht auch. Ja? Haben denn die betroffenen Palästinenser nicht auch das Recht, sich gewaltsam zu verteidigen? Ja? Wie kann es sein, dass man dies verneint und gleichzeitig sagt, der 7. Oktober wäre durch nichts zu rechtfertigen und gleichzeitig würde alles, was danach an Kriegsführung Israels stattgefunden hat, berechtigt sein aufgrund des 7. Oktobers? Welch großer Widerspruch! Scheinheiligkeit ist von den jeweiligen christlichen Institutionen zu beklagen und die Glaubwürdigkeit ihres christlichen Zeugnisses schwer in Frage gestellt. Und wie könnte man Zionismus jemals auch als christlich bezeichnen, von christlicher Seite her, wenn Zionismus mit Rassismus, mit Apartheid und Kolonialismus einhergeht? Und dazu darf man eben nicht schweigen. Und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Isa alayhi assalam Jesus gesagt hat, das, was ihr einem der Geringsten in der Gesellschaft getan habt, das habt ihr mir getan. Weil wir Menschen dazu neigen, wir laden den Reichen und Einflussreichen ein und sprechen gut über ihn, aber Arme und Stimmlose behandeln wir nach einem anderen, nach einem schlechteren Maßstab. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Isa alayhi salam tatsächlich gesagt hat, im Sinne von, ja, ihr wollt mir was Gutes tun, dann tut dem Geringsten unter euch etwas Gutes, dann ist es, als ob ihr mir das getan habt. Ja, und christliche Pastoren, die Extremisten sind, die gewaltbefürwortende Extremisten sind, sollten auch als solche beim Namen genannt werden. Und einer von ihnen sitzt im Kongress in den USA und sprach davon, dass man mit Gaza so umgehen sollte wie mit Hiroshima und Nagasaki. Diese Worte mache ich mir zu eigen. Das ist meine Haltung, meine Position. Und gleichzeitig hat sie der Pfarrer Mundir Isaac in New York in der Kirche gesprochen, in der auch Martin Luther King gesprochen hat. Ja, geehrte Geschwister, Alhamdulillah, geht's euch gut? Es muss euch gut gehen. Im Rahmen der gemischten Gefühle, die ein Muslim eben hat. Ja, wir sind traurig. Ja, wir sind auch wütend. Ja, wir machen uns Sorgen. Und gleichzeitig sind wir glücklich, weil das ein Befehl von Allah Ta'ala ist. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ. Sprich, durch die Gaben und Gnaden Allahs sollt ihr glücklich sein. Geehrte Brüder, steht auf, kommt nach vorne. Die vorderen Brüder, Alhamdulillah, können etwas näher zusammenrücken, Schulter an Schulter beieinander sitzen, Alhamdulillah, vom Parfüm des Bruders profitieren, beziehungsweise von seinem Abgeben. Ich habe vorhin auch welches geschenkt bekommen, ja, dass die nachkommenden Brüder, die hier direkt von der Uni, von der Schule, von der Ausbildung, von der Arbeit herkommen, Alhamdulillah, direkt auch einen schönen Platz zum Sitzen bekommen. So, Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mashallah, wenn man so schöne Brüder sieht, kann man schon leicht den Faden verlieren, weil die Hoffnung einen dann auch, Alhamdulillah, übermannt, ja, im positiven Sinne, einen beflügelt. Das heißt, wir sind traurig, wir sind wütend, wir machen uns auch Sorgen in Bezug auf die Zukunft, aber wir sind nicht niedergeschlagen, sondern wir sind auch glücklich. Wir sind auch dankbar für das, was Allah Ta'ala uns gegeben hat. Und wir sind auch hoffnungserfüllt in Bezug auf die Zukunft. Und diese gemischten Gefühle, sie bilden einen Treibstoff. Man fühlt sich energetisiert. Man hat das Gefühl,
dass wenn man eine Glühlampe anfassen würde, sie anfängt zu glühen aufgrund der eigenen Berührung, weil man so energiegeladen ist. Dieses Gefühl solltet ihr haben, Alhamdulillah. Ja, und zum dritten Oktoberbezug. Geehrte Geschwister, als die Studie Gerd Pickels herauskam, 2014 meine ich, wurde sie veröffentlicht, 2015 ist dieses Buch herausgekommen, haben wir damals bereits auf die Ergebnisse dieser Studie in unserer Öffentlichkeitsarbeit hingewiesen und gesagt, dass Islamfeindlichkeit diese Gesellschaft bedroht. Also diese Gesellschaft bedroht. Und zuvor, schon 2004, sind verschiedene Institutionen zusammengekommen und haben dazu gefunden, ja, dass der soziale Frieden in Deutschland durch extremistische Haltungen gegenüber dem Islam bedroht sind. Bereits 2004 war das die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden, Pax Christi, deutsche Sektion, die auch der Zentralrat der Muslime, und Schura, Rat der islamischen Gemeinden in Hamburg, die ein Bündnis gebildet haben und bereits 2004, vor 20 Jahren, davor gewarnt haben, dass Islamfeindlichkeit diese Gesellschaft und das politische System dieser Gesellschaft bedroht. Aber man wollte nicht auf uns hören. Man hat gesagt, ja, warum klagt ihr denn diese Gesellschaft an, wenn sie euch nicht gefällt? Warum geht ihr denn nicht dort, wo ihr herkommt? Ja, ihr begebt euch in die Opferhaltung. Was macht ihr denn, dass es besser wird? Ja, und jetzt habt ihr den Salat. Jetzt habt ihr den Denkzettel bekommen. Aber was macht ihr? Ihr müsst euch auch mit der in Deutschland bedrohten Minderheit der Muslime solidarisieren. Ansonsten gibt es keinen Kampf gegen rechts. Wie wollt ihr euch das vorstellen? Ja, in welcher Fantasiewelt lebt ihr? Ja, Fantasie ist ja noch gut, aber ja, sogar die Fantasten werden sagen, bleibt mal fantastisch und werdet hier nicht des Wahnsinns. Und was diese Studie auch sagt, was auch Dr. Miksch in einer anderen Abhandlung gesagt hat, die ich leider nicht in meinem Büro finden konnte. Und ich sage euch warum. Weil mein Büro gerade nicht aufgeräumt ist. Wenn ihr keine Lust habt zu arbeiten an eurem Arbeitsplatz und wenn ihr eure Sachen nicht mehr findet, dann müsst ihr aufräumen. Und ich muss aufräumen. Die Broschüre, die ich noch gestern in der Hand hatte, ich konnte sie in meinem Büro nicht mehr finden. Habe ich aber ein bisschen was gelernt. Das heißt, Dr. Miksch hat auch in einer Broschüre bereits 2016 gesagt, dass Islamfeindlichkeit die hiesige Gesellschaft bedroht. Und er nannte 6 Gründe für Islamfeindlichkeit. Unter anderem geschichtliche Gründe, weshalb ich euch dieses große Buch mitgebracht habe. Es ist die Siedlergeschichte Europas von Professor Borgolte, der in der Humboldt-Universität den Lehrstuhl innehat. Und er nannte sein Buch Juden, Christen, Muslimanen, also Muslime, Erben der Antike und Begründer des Abendlandes. Weil er als Geschichtswissenschaftler die Realität anerkennt und sagt, Muslime gehören zu Europa. Das heißt, überall dort, wo man vom christlich-jüdischen Abendland spricht, schneidet man elementare Geschichte Europas heraus. Und meistens lügen Menschen in Bezug auf die Gegenwart und haben Böses für die Zukunft vor, wenn sie über die Vergangenheit lügen. Muslime gehören geschichtlich zu Europa. Und wenn wir hier balkanesische Muslime haben, die sagen auch, ja endlich sagst du es mal, Mohammed, ja? Weil wir sind seit Jahrhunderten beides, muslimisch und europäisch. Und der größte Völkermord auf europäischem Boden nach dem Zweiten Weltkrieg hat an Muslimen stattgefunden. Und daran werden wir auch immer wieder erinnern. Ich habe es auch schon vorher gesagt. Aber nicht genug. Und weiter auch Fehler vom Bundesamt für Verfassungsschutz, der nach Klaus Leggewi und Horst Mayer, wir haben beide beeindruckende Lebensläufe, Allah möge uns helfen, in dieser Welt
auch so erfolgreich zu sein, die Hälfte genügt schon, ja, möge die Absicht dabei auch stimmen, haben 2012 bereits gewünscht, dass der Verfassungsschutz in 5 Jahren abgeschafft wird. Hier könnt ihr das nachlesen. Und in dieser Studie, geehrte Geschwister, ist das erwähnt, was sie aus der Praxis bestätigen. Dass Begegnung Islamfeindlichkeit und Vorurteile abbaut. Und dass diese Begegnung notwendig ist. Bereits in diesem, wie gesagt, vor 9 Jahren erschienenen Buch ist festgehalten, ja, dass man in Ostdeutschland ein größeres Problem hat, weil dort weniger Muslime leben. Und dort eben auch islamfeindlichere Einstellungen herrschen. Und sogar die Bundesregierung hat 2016 davor gewarnt, ja, dass Intoleranz den sozialen Frieden in Deutschland gefährdet. Nur haben sie auch gesagt, Fremdenhass, als ob wir Fremde wären. Ja. Harun al-Rashid hat vor 1200 Jahren einen weißen Elefanten nach Aachen als Geschenk geschickt, der von einem jüdischen Kaufmann begleitet war, als Geschenk an Karl den Großen. Sind wir immer noch fremd? Genügt euch nicht ein weißer Elefant? Wie können wir also noch von Fremdenhass sprechen? Ihr kennt unsere Praxis, aber ihr praktiziert unsere Praxis nicht. Nicht genug? Wie viele eurer nicht-muslimischen Freunde und Nachbarn und Schulkollegen und Vereinskollegen, Lehrer, Sozialarbeiter, Mitmenschen insgesamt habt ihr in die Moschee gebracht? Ja, jetzt guckt ihr, gell? Ja, man wird nicht nur unterhalten hier. Man wird auch ein bisschen kritisch angesprochen. Und wenn euch hier die Moschee nicht gefällt und sie sollte euch aus guten Gründen nicht gefallen, ja, weil inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah ist schön, er liebt das Schöne und dieses Gebäude drückt nicht diesen Hadith aus. Ja, dann geht doch in andere schöne, mashallah, kunstreiche Moscheen. Geht in die Abu Bakr Moschee, genießt auch dort einen Tee. Einen wunderschönen Hof haben sie auch dort neu errichten können, alhamdulillah. Wir danken dafür. Wir brauchen diese Begegnung. Der Prophet Muhammad hat Begegnung ermöglicht. Und war in diesem Kontext großzügig. Und das Menschen gegenüber, die ihm 20 Jahre lang das Schlimmste antun wollten und die muslimische Gemeinschaft gequält und entrechtet haben, ihnen gegenüber zeigt er sich großzügig. Und da müssen wir auf unser Herz aufpassen. Ja, weil wir wünschen nicht nur Gerechtigkeit, manchmal wünschen wir auch Rache. Genugtuung. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er achtete darauf, dass Arroganz beseitigt wird, aber Würde und Stolz erhalten wird. Abu Sufyan, sein Widersacher für 2 Jahrzehnte, später Muslim, radiallahu an, er gab ihm mit in Bezug auf die Kapitulation Mekkas, als wie gesagt Abu Sufyan noch ein Muschrik war und ein Muharib gewesen ist. Anders als andere Muschrikin, die den Propheten unterstützt haben, sallallahu alaihi wasallam, in seinem sozialen Anliegen und in seinem ethischen Anliegen. Er sagte, geh nach Mekka und sag, jeder ist sicher, der sich in seinem eigenen Haus befindet oder der Waffen niederlegt oder in der Moschee ist oder jemand, der sich in deinem Haus befindet. Weil Abu Sufyan war ein stolzer Mann und hatte auch irdischen Anlass dazu. Allah erschuf ihn auch entsprechend. Das heißt, Abu Sufyan, er konnte etwas verkünden. Jeder, der sich in meinem Haus aufhält, der ist sicher. Ja? Natürlich, die Einwohner Mekkas hätten sich denken können, was wollen wir bei dir, wenn wir ein eigenes Haus haben? Und wenn wir kein eigenes Haus haben, was wollen wir bei dir? Wir können in der Moschee sein. Und wir müssen auch nicht mal in der Moschee sein. Wir müssen einfach nur unbewaffnet in der Öffentlichkeit sein und uns wird nichts angetan. Also, aber er erhielt. Ja? Man sagt so im Deutschen die Gesichtswahrung. Darauf müssen wir achten, geehrte Geschwister. Ein Bruder hatte mich letztens von seiner Enttäuschung mir gegenüber in Kenntnis gesetzt, hat gesagt, ja Bruder, einmal da warst du zu hart und leider hat er das vor ein paar Tagen gesagt, aber das Ereignis liegt Jahre zurück.
In meinem Gedächtnis ungefähr 9, falls es mit Charlie Hebdo zusammenhängt. Da könnt ihr meine Positionierung gerne auf meiner Homepage monayo.de nachlesen. Auch die Statistiken in Bezug auf Dr. Miksch und Gerd Pickel habe ich auch auf meiner Homepage veröffentlicht. Wurden übrigens auch von der Buhmann Stiftung für interreligiösen Dialog vom Englischen ins Deutsche und ins Arabische übertragen. Das war Teil einer Masterarbeit, da ging es um die Förderung des sozialen Friedens in Deutschland durch Zaka. Feedback muss schnell genug erfolgen. Wo wollt ihr wissen, was ihr hättet besser machen können, wenn man euch von einer Fußballpartie vor einem Jahr berichtet? Ja. Oh, Jusak Nachairan, da ist nochmal die Erinnerung an die Zeit. Jusak Nachairan, ich habe die Zeit jetzt im Blick, Alhamdulillah, ich habe sie vorher tatsächlich verloren. Er sieht es mir an, mashallah. Solche Freunde braucht man, hat der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wasallam, die einen erinnern, wenn man vergisst, und die einem helfen, wenn man sich erinnert hat. Wir wollen Gesichtswahrung der Menschen. Was aber nicht heißt, dass wir nicht unser Recht holen. Ein Jahr lang habe ich mich dafür eingesetzt, durch Telefongespräche und durch lange E-Mails, dass die Verleumdung, die evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen auf ihrer Homepage festgehalten hatte, dass die entweder beseitigt wird oder dass ich mindestens das Recht auf eine Gegendarstellung habe. Aber all diese E-Mails und all diese auch persönlichen Gespräche und Telefonate haben leider nichts gebracht. Und da mussten wir leider einen Anwalt einschalten. Und dieser Anwalt, alhamdulillah, hat dann seine Arbeit getan. Und dann gab es dann eine Unterlassungserklärung im weiteren Verlauf, weil wir diesen Prozess, alhamdulillah, gewonnen haben. Und der Beitrag musste von der Homepage runtergenommen werden. Und es musste mit Google Kontakt aufgenommen werden, dass allerlei Verlinkungen gelöscht werden. Ja, das heißt, wir kümmern uns um unseren Ruf, weil der Ruf ist die Grundlage für unsere Einladung. Und das sollte auch in all unseren anderen Lebensbereichen Verankerung finden. Wir sollten uns auch entsprechend kleiden, entsprechend ausdrücken, damit Menschen da draußen, die aufgehetzt worden sind, ja, ältere Damen beispielsweise, eben nicht ihre Handtasche weiter festhalten, zitternd, wenn man an ihnen vorbeiläuft oder ihnen entgegenkommt, sondern dass sie sich sicher fühlen. Ja. Guten Tag, können wir helfen, dass man ein bisschen leiser wird mit der Stimme, dass man edle Worte gebraucht, dass man sich nicht gangstermäßig kleidet. Und ich weiß, die Verlockungen in der Jugend sind sehr groß. Ich möchte jetzt nicht über meine Jugend sprechen und das Beschämende diesbezüglich. Ja. Aber wir haben einen Auftrag. Wir sind Botschafter. Es gibt keinen Propheten mehr nach dem Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wir sind alle Botschafter des Islams. Und mögen darauf Acht legen, dass unser, wie wir wahrgenommen werden, unser Ruf ein einladender ist. Und lass uns darauf aufbauend Begegnungen initiieren. Ja, geehrte Geschwister, und lass uns auch nicht Selbstkritik vergessen. Lass uns auch nicht Selbstkritik vergessen. Bieten wir die Grundlagen für spätere Diskriminierung allein durch unser Won, den Allah Ta'ala im Koran kritisiert? Ja? Ijtanibu kathiran mina dhann inna ba'da dhanni ithm. Haltet euch davon fern, schlecht zu mutmaßen, weil ein Mensch, wie fühlen sich Minderheiten, andere Minderheiten unter uns oder in unserer Gegenwart? Lasst uns zu einem lebendigen Beispiel einladen. Oder zum Projekt, dieses lebendige Beispiel wieder sichtbar werden zu lassen. Allahumma Amin. Ihr informiert euch auf iisev.de bezogen auf unsere Aktivitäten und Bildungsangebote und spendet von dem, was Allah Ta'ala euch ermöglichte. Wir sammeln für die Eigenständigkeit der Gemeinde und weitere Projekte. Auch ein sehr gutes Buch
von einem auch in Deutschland bekannten palästinensischen Pfarrer, Mitri Raheb, Decolonizing Palestine. Vielleicht kann das auch jemand mal ins Deutsche übersetzen. DPL, inshallah, wird eine gute Hilfe sein. Webentwicklung in 3 Tagen lernen. Ja? Alhamdulillah, wir danken den Geschwistern, die einen 3-Tages-Kurs nun anbieten, der heute anfängt und am 6. abgeschlossen ist, übermorgen. Und auch am 20. bis zum 22. Dezember wird dieser Kurs nochmal angeboten werden. 21 Stunden an Vermittlung, die nur 99 Euro kosten. Das Ganze wird auch dankenswerterweise vom Amt für multikulturelle Angelegenheiten gefördert, was ich sehr schön finde. Ich bedanke mich dafür. Und gleichzeitig habe ich die Hoffnung, dass, wenn schon Harun al-Rashid vor 1200 Jahren Aachen einen weißen Elefanten geschenkt hat, ja, dann würde ich gerne irgendwie so auch gefördert werden, meine Bezugsgruppe gefördert werden, einfach nur, weil wir langweilig deutsch sind. Allemal Amin. Ja, also standardmäßig deutsch sind. Ja, wir sind auch nichts Besonderes, einfach nur deutsch. Allemal Amin.